Okay. Wir sitzen das... Oh, Telefon. Jesse. Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after this scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris helping me out. Matty from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time, working in the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well... Guten Abend, Niki, und willkommen zur Let's Play Live Show. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Won't find me in the phone booth. All a big setup. Alle sehr beschäftigt hier. Die gucken ein bisschen verstrahlt, die Blonde. Er meint auch, er ist der Coolste. Der Typ ist mir irgendwie nicht geheuer. Okay. Gar nicht mal so schlecht. Also mit so einer Bahn zu fahren, so hatte ein bisschen was. War jetzt nicht so weltbewegend, wo man jetzt sagt, boah, wow, cool, ey. Pff, muss jetzt... Muss ja... Hello? Dr. Munchie? Dr. Munchie. Hier wird... Warum wird hier noch gestrichen und warum... Where is everyone? Thought this place would be busy. Warte mal, erstmal Licht anmachen. Uah, Alter. Wer hat denn bitte solche Bilder bei sich im Zimmer? Okay, das wirkt doch schon viel, viel freundlicher, aber warum wird denn hier umgebaut und warum ist hier keiner? Erstmal die Vorhänge aufziehen. Boah, geil! Ey, da hinten laufen Leute! Wie cool ist das denn? Und da unten fährt gerade so ein Lieferwagen? Boah, das ist ja cool gemacht. So. Kein Doktor da, ja. Dr. Munchie? Dr. Munchichi? Dr. Munchichi nenne ich den jetzt einfach mal. Das ist natürlich das Erste, was wir erstmal machen. Wir durchwühlen erstmal den Doktor seinen Schreibtisch oder beziehungsweise Sprechstundenhilfe. Moment, kann man da blättern? Nein, anscheinend nicht. Aber nur umdrehen. Okay. So. Dann geht's jetzt nochmal weiter. Was haben wir hier noch Schönes? Uiuiuiuiui. Versuch und Irrtum. Weg mit dem Skalpell. Das Gehirn kann sich selbst heilen. Das Gehirn verfügt über verblüffende transformative Fähigkeiten einer Formbarkeit, die ihn die Kompensation und sogar die Heilung von Verletzungen ermöglicht. Diese Worte stammen von Paul Berg, einem Doktoranden der Neurowissenschaft der York Universität von Toronto. Diese Fähigkeiten sind es, die Berg und seine Kollegen David Munchie, seines Zeichens Student der Computerwissenschaft, anzuregen hoffen. Es geht darum, dem Gehirn beizubringen, das Richtige zu tun. Wir hoffen, dies mit einfachen Kompetenzen wie Übungen, Therapien und leichten Medikamenten zu erreichen. Munchie und Berg suchen dabei aber nicht nach einem Wundermittel, sondern nach der optimalen Behandlung für jeden einzelnen Patienten. Sie beginnen mit der Aufzeichnung von etwas, das man ein Nakajima Neurograph nennt. Es ist wie ein richtungsweisendes Bild, sagt Munchie. Munchichi. Aber anstatt eines statischen Gehirnscans kann uns der Neurograph sagen, in welche Richtung ihr Gehirn unterwegs ist. Aha. Ah, da ist die Dr. Munchichi und Berg. So, Versuch und Irrtum. Dabei handelt es sich nicht um eine weitreichende Vorhersage, sondern nur um Millisekunden. Aber mit dem richtigen Computer-Hardware können Berg und Munch jede Art von Medikamenten verabreichen, ohne dabei zu riskieren, das tatsächliche Gehirn zu schädigen. Wir könnten versuchen, ihrem Gehirn
eine Überdosis Schmerzmittel zu verabreichen, während der Körper einen Marathon läuft, fügt Berg als Beispiel an. Es ist nur ein Computermodell. Wir sind in der Lage, sie 1 Million Mal falsch zu behandeln, nur um die richtige Methode zu finden. Und wenn sie schließlich die optimale Behandlung finden, wenden sie auf den tatsächlichen Patienten an. Ihre Forschungsprojekte stecken zwar noch in den Anfangsstadien, hat aber schon die Aufmerksamkeit der PACE Laboratories auf sich gezogen, die ihn hinsichtlich Ausrüstung und Arbeitsbereich unter die Arme greifen wollen. Wir haben großes Glück, solche Unterstützung zu erhalten, sagte Berg. Jetzt müssen wir nur noch das Rampenlicht verlassen und das Konzept umsetzen. So. Nisoma ist auch gar nicht teuer. 25 € kostet es nur. Also für Plusmitglieder. Mach mal ein bisschen Action. Guten Abend, danke. Ja, willkommen Ghost, willkommen zur Let's Play Live Show. Wenn du Action suchst und dir ist zu langweilig, dann guck einen anderen Stream. Na, also wie gesagt. Wir spielen hier Soma. Und da ist es auch natürlich auch wichtig, hier zu lesen. So, was haben wir denn hier? David Munchi, jetzt scannen, 2. Mai. Paul, wo bist du? Wir haben noch ein paar Stunden. Ich habe Simon Jared erwischt. Lass uns das durchziehen. Ich habe ein Notebook an der Rezeption gesehen. Bist du schon hier? Ruf mich baldmöglichst an. So. Paul, wo bist du hin? Das hatten wir, glaube ich, schon. Da. Hi, Paul. Ich habe Pace über die Laborzeit diese Woche gesprochen. Ich konnte den Scanner für morgen früh noch einmal für Freitag buchen. Ich weiß, das macht zwar nicht viel her, aber sie haben gesagt, dass wir den leerstehenden Rezeptionsbereich als eine Art Büro nutzen können. Dadurch können wir an ihren Computersimulationen laufen lassen. Außerdem können wir dann schnell ins Labor gehen und den Scan benutzen, wenn sie plötzlich ein Zeitfenster im Benutzungsplan auftut. Ich dachte, wir können morgen ein paar Tests laufen lassen. Wir können uns gegenseitig scannen, um die Ausrüstung kennenzulernen. Angeblich soll es recht einfach sein. Hoffentlich wird Dr. Eric Peak am Freitag jemanden rüberschicken. Einer ihrer Patienten hatte kürzlich einen Autounfall. Klingt interessant. David, der Autounfall, das waren wir. Im Laboratorbelegungsplan gab es heute ein freies Zeitfenster. Leider hat uns niemand über die Änderung des Zugangscodes informiert. Ich rief deswegen den Sicherheitsdienst an und brachte Professor Y dazu, für unser Projekt zu bürgen. Dann bekam ich endlich so einen Oberboss der Rechtsabteilung von Peace an den Hörer, der unsere Labornutzungsberechtigung erneuern konnte. Den Code darf ich nicht in der E-Mail oder Textmeldung weiterleiten, werde aber eine Notiz oder sowas hinterlassen, falls wir ihn vergessen. Paul. Okay. Also ist das so gewollt hier, so wie ich das jetzt gerade gelesen hatte? Bei euch ist es teurer als bei uns. Ja, das kann gut sein. Okay, sie haben auf jeden Fall Anrufbeantworter, können wir nicht hören. Auf jeden Fall haben sie, das ist wohl so gewollt. So wie das jetzt in der E-Mail stand, war das so gewollt. Ja, super. This is the place, right? Must be. David Munchi. Let's just call Munchi real quick. Great. Toll. Got his phone turned off. Telefon ist ausgeschaltet. That's okay. I can figure this out. So, das heißt, wir müssen den Zugangscode finden. Da bin ich jetzt mal gespannt, wo wir den Zugangscode finden. Da können wir nichts anklicken. Liegt hier noch was? Da ist nur ein Pinsel. Können wir weiter streichen? Ach schade, ich dachte, ich könnte hier weiter streichen. So. Dann müssen wir mal. Wir sind überall. Aber wie die aber auch gestrichen haben, ne? Hier, guck mal, die Bank einfach. Ah, ne, da ist eine Folie drüber. Ich dachte schon. Ich dachte, die Bank ist einfach voll versifft oder so. Kann das sein? 361. 364.
Okay. Vielleicht 463, 163, 463. Probieren wir mal. Ich wollte gar nicht springen, Alter. 463, 163. Okay. Notiz gucken, maybe. Ja, müssen wir noch mal schauen. Schauen wir noch mal. Also im Computer stand, glaube ich, nichts, ne? Schauen wir noch mal die Notiz hier nach, die hier stand. Da, 2501. Das könnte es sein. Schauen wir mal. 2561 war das, ne? Nein, Quatsch. Warte mal. Hallo? 2501, so rum. 2501. Mein Gott, ich will immer X drücken. 2501. Hi, Bulli. Willkommen zu Let's Play Leiche. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und willkommen zu Soma. Zum Rennen L2 gedrückt halten, während sie sich bewegen. Warum wird mir jetzt das angezeigt? Warum sollte ich rennen? Aha. So ist so ein Fötus. James. Aha. James. Mr. James. Huch, Soma schon draußen? Ja, Soma schon draußen. Ich will da gar nicht rein, bin ich ganz ehrlich. Ah, nee. Ciao. Gehen wir doch erstmal hier rein. Gibt's hier einen Lichtschalter? Ah, hier. Ah, ja. Boah, was für eine Technik hier alles. Und das für so ein Gehirndoktor. Das Neurosystem. Whee. Entschuldigung. Muss ich mal eben machen. Geht das nicht? Kann ich den Schuh nicht rauswerfen? Die Physik total geil. Das war bei Amnesia auch schon so. Komm, wir ziehen einfach mal den Stecker und dann schauen wir mal, was passiert. Huch. Aber ganz schön viel Hightech, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, ne? Ganz schön viel Hightech. Da sehen wir auf jeden Fall das menschliche Gehirn. Naja. Dann gehen wir mal zu Dr. Munchi. Dr. Monchichi. Mhm. Nächste Woche Life is Strange. Letzte Episode. Nein. Life is Strange wird sich wahrscheinlich noch hinziehen bis fast Ende Oktober. Habe ich mir jetzt sagen lassen, das letzte. Ach, L1, um zu werfen. Okay, Moment, probiere ich aus. Tatsache. Hui. Hui. Dr. Monchichi, falls Sie einen Stuhl suchen, der liegt am Flur. Ah, cool. Oh, hi. Hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Mm-hmm. Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague, Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Okay. Also werden wir uns wahrscheinlich, so wie es aussieht, gleich auf diesen Stuhl setzen, den wir da gesehen haben. Wir mussten nämlich diese Flüssigkeit trinken. Ich schaue mich nochmal ein wenig um. Please, have a seat. Ja, gleich. Ich meine, es nervt nicht. Ich komme noch früh genug dahin. Kann ich mal mit ihm reden? So, what exactly are we doing? We're gonna do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment
for your condition. So it's not just a study, this will actually help me. Well, I should hope so. Otherwise, this would be a huge waste of time. You know, I have a serious condition, right? You heard about the car crash, the X months to live deal? Yes, I heard. Must be hard having to hear that. As you know, it's because your brain is weakened so much that it can start to bleed every so often. And if it ever gets real bad, it will kill me. Well, we probably can't restore your brain completely, but we should be able to make those X months turn into years, decades even. If you take care of yourself and don't do anything too crazy, we should be able to get you to outlive the best of us. I really hope you're right about this. Me too. This could make a huge difference for how we treat people with brain damage. So, what do you say? Should we get going? Sure. Let's get started. Take a seat. Mhm. Also, es geht halt darum, die er will halt, wie gesagt, hier sagte, erzählt halt, bla 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 bla, dass wohl sie ihm helfen wollen. Mit seinem kaputten Hirn wegen dem Autounfall. Und da bin ich ja mal gespannt. Let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Yep. Right. Toronto, Canada, Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese.